schaltet eure Telefone auf stumm, holt euch was zum Knabbern und geht vorher nochmal aufs Klo. Es wird nämlich lang. 42 fränkische Silvaner haben auf dem Tisch. Eigentlich sollte das die letzte Silvanerprobe sein. Insgesamt waren es 65 Weine. Wir haben jetzt 2 Tage dran rumgeknabbert. Und jetzt gibt es die finale Nachprobe. Oder die Finale ist es ja oft nicht, weil wir manche Weine dann doch nochmal einen Tag. Sehen wir mal. Und jetzt hat sich noch ein bisschen was angekündigt. Also es gibt wahrscheinlich nochmal ein Silvaner-Video. Aber das ist sicher das Größte und Längste. Und deswegen quatschen wir auch gar nicht lang rum. Die Kim muss ja wie immer haben. Ne? Ja, ich habe halt 2 Kinder. Ich kann ja nichts dafür, wenn du immer erst am Nachmittag kommst. Unbedingt. Ich hatte ja zu tun und heute früh. Du meinst, du musst 40 Silvaner machen für die Nachprobe? Du hast doch auch 5 gemacht oder so. 4? 6? Du hast 6 gemacht, oder? Weil 8 waren es insgesamt und 2 habe ich noch gemacht. Das ja, die nur weil, weil du nicht fertig geworden bist. Ja, ja. Naja, du, weil es 65 Stück waren. 3, 9, 6, 4, 5, 1. Ach ja, immer auf die Kleinen. Ich kann überhaupt nichts lesen. Ja, ist ja gescheiter, dann kannst du nicht widersprechen und dann sind wir schneller durch. Bin ich jetzt nicht blöd, wo ist meine Vergrößerung da? So gedeckt finde ich ihn gar nicht mehr. Da steht ja auch nur etwas gedeckt. Ein bisschen hat er das schon. Ein bisschen so einen phenolischen Ton hat er schon noch. Hä? So, besser? Ja, finde ich besser. Aus etwas wurde ganz leicht, finde ich besser. Ja. Und für den Scheiß haben wir jetzt wieder ein paar Sekunden verbraten. Und hinterher heißt es wieder, ich muss du meine du Kinder... Du dich jetzt verteidigen musst, verbraten wir noch viel länger Zeit. Ich muss ja nicht haben. Hobbits. Herzlich. Ja. Das ist sehr erdig. Es ist pflanzlich, ja, das ist ein bisschen erdig, phenolisch. Das ist so ganz leicht gedeckt. Das ist ein bisschen was Pilziges auch. Die Frucht eher hell und verhalten. Ne? Ist ja auch Silvaner. Ja, passt. Ist ja alles silvanrig. Ja. Herb wird das ein bisschen. Was hat denn das so eine ganz eigenwillige pflanzliche Aromatik? Was ist denn das für ein Kraut, das da drin ist? Oder was für ein kräuteriges ist als Kraut? Also in Richtung Kraut geht es schon fast. Ein bisschen Weißkraut. Ja. Oder so. Und da ist ein bisschen Kümmel drin oder so. Ja. Hä? Ja. Das ist das. Ich habe gestern fast ein bisschen kartoffelig reingeschrieben. Das kann ich aber das ist schon noch so ein bisschen erdig kartoffelig, ist er auch heute noch. Es erinnert mich an so manche, 2004 war so ein Jahrgang, da haben die so öfters mal so einen Ton gehabt und das erinnert mich daran. Ja, und es bleibt ein bisschen, auch da ein bisschen bitterlich phenolisch stehen, ne? Gewisse Kraft hat er durchaus und schmelzt, ne? Ja. Ich finde, da war es ein bisschen anstrengend. Ja, der steht bei 85, ich glaube, man kann ihm mehr geben. Gewisse Mineralik hat er auch und dann hinten hat er schon nochmal einen ganz angenehmen Biss. Was halt ein bisschen stört, ist dieses etwas Erdige und Phenolische. Das ist so ein bisschen seltsam, ja. Das ist das Weingut Bardorf. Ich bin nie fertig, weil ich meine Verschlüsse nicht finde. Bardorf 22 Silvaner alte Reben aus dem Sonnenstuhl. Wir werden von Bardorf noch andere alte Rebenweine haben, die deutlich stärker sind. Der kostet jedenfalls, naja gut, 12,50 ist ja auch jetzt kein stolzer Preis. Ne? 394,997. Das hätte ich jetzt fast ein bisschen teurer erwartet. Das ist wirklich deutlich anders. Ein bisschen floral. Gemüsig. Gemüsig steht auch drin. Ja, und so Zitrusnoten, die man bei Silvaner eigentlich nicht so oft hat. Ein bisschen. Und so fast was leicht Kandiertes ist da drin. Hä? So das Buttrige, das da drin steht, habe ich gar nicht mehr so deutlich. Ein bisschen braune Butter finde ich schon Salbei. Finde ich recht deutlich.
Dann schreiben wir es doch so. Ja, auch am Gaumen hat er so eine in Richtung Zitrone und Zitronenschale gehende Frucht. Das finde ich jetzt ein bisschen störend am Gaumen. Ja, auch weil das so ein leichtes Bitter hat. Das ist auch jetzt nicht so das allerfeinste Zestenbitter, sondern das ist auch so ein bisschen phenolisch gedeckt. Auch so ein bisschen was Schwarzbäriges. Ich habe reingeschrieben, nur zum Teil Silvaner, typische Art. Also er hat ein paar Eigenschaften von Silvaner auch, aber so dieses Schwarzbärige, Zitronige und was, gehört da eigentlich gar nicht hin in diese Sorte. Ja, genau, und das hat zwar Kraft, ne, so ein bisschen Alkoholkraft, aber dann fehlt eigentlich, hat er so in der Mitte ein Loch, ne, es fehlt ja. Eigentlich die Substanz. Der steht bei 85 schon richtig, ja, oder? Ja, finde ich auch. Das ist 21 Höfling, Silvaner Grenzstein. Ist das nicht so seine Top-Linie sogar? Ja, ja. Moment mal. Kostet über 20, glaube ich, oder? 24,90 €. Ein bisschen hochgegriffen. Wir haben auch von Höfling noch ein paar richtig gute Weine dabei, so ist das nicht. Der gehört jetzt leider nicht dazu. 395013. Zumindest was den Anspruch und die Wirklichkeit angeht, klafft da ein bisschen Lücke. Das ist wieder typisch als zurückhaltend, vegetabil, hellfruchtig, also auch eine zart angedeutet fruchtig. Ein bisschen Galliermelone auch mit dabei, oder? Das ist nicht schlecht, so ein bisschen was Meloniges hat er. Der hat jetzt so einen leichten gelben, fencheligen Ton mit drin. Zählen Melonen eigentlich zu den Früchten? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ganz leicht zitronig ist der auch. Also ich helle. Mich aber weniger, weil das nicht so kandiert ist. Ja, das ist auch nicht so aufgesetzt. Das ist eine recht kühle, geradlinige, süffige Frucht. Gerade am Gaumen muss man auch ein bisschen raten, um auf den Silvaner zu kommen, aber das ist recht stimmig. Die Säure ist völlig okay. Das ist ein süffiger Wein. Ich finde die 86 auch völlig okay. Ah, du hast Kapern, das ist von dir, ne? Ja. Das Kapern und Oliven reingeschrieben, das finde ich gut da hinten. So ein bisschen fast Olivenöl hast du da hinten. Und dann kommt so ein ganz leichter Wachston. Ist jetzt nicht sonderlich tief, aber die 86 passen, oder? Ja, aber es bleibt bei 86, ne? Du hast Plus hingeschrieben, ja. Ich würd auch bei 86 lassen. Das ist noch einmal ein Höfling. Die werden uns heute noch öfter begegnen. Also wie viele Weine die angestellt haben? 15 oder 20? 20 Stettiner Stein ist das von Höfling. Ja, doch auch schon 13,5%. Ne? Ich glaube um die 12 Euro. Stettenstein 12,90 €. Na, wo geht das Ding weg da? Ich bin blind. 395863. Spontan erblindet. Du! Fällt dir das übrigens auf, dass da. Mir fällt es gerade mal wieder angenehm auf, dass da nichts mehr brummt in dem. Ich wollte nur mal mich wieder für meinen Rechner wechseln. Für dein Engagement des Rechnerwechseln mal kurz hervorheben. Ja. Das riecht jetzt ein bisschen feiner und frischer und kühler und geschliffener. Auch wieder so helle Frucht, auch wenn es was gleich Dunkelbäriges dabei ist. Ich finde, es geht auch so ein bisschen in Richtung Pfirsichhaut, aber es steht am Gaumen. Ja, aber es riecht auch schon so. Ja, 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 ja. Schauen wir da auch rein. Pfirsichhaut. Nein. Haut. Dass man also einen Tippfehler in ein Wort reinbringen kann. Mehr als Buchstaben. Ja, ist auch wirklich so ein bisschen pfirsichfruchtig, ne? Ja. Am Gaumen.
Ist jetzt keine aufdringliche Frucht, aber es ist fruchtig. Hat eine recht feine Säure, die durchaus Leben hat. Da schmelzt steht gar nicht drin. Aber nachdem da Pinienkerne und Muschelschalen in der Folge drinstehen, das hat es den doch du gemacht. Ja. Ah. Warum? Und es fällt mir genauso auf, ich kann deinen Schreibstil erkennen. Ja, aber komisch, das ist. Wenn nicht. Aber der hat einen schönen Schliff, der hat auch ein bisschen so leicht die Alkoholkraft, die man schon spürt, aber das ist alles integriert. Das ist eine recht geradlinige Geschichte mit einer sehr geschliffenen, klaren Frucht. Ja, da kann ich eigentlich auch gut leben. Der hat 87, ne? Hat die Kimi gut gemacht. Hat die Kimi gut gemacht. Ah, der Schwab ist das. Gut. Das ist das Weingut Schwab. Das ist Tüngersheim 22. Nein, 22 Tüngersheim Johannesberg. Erste Lage ist das. Hat 13,5, aber das stört nicht, ne? Da müsste ich ja nicht gut trinken. Kostet 14 Euro. Moment. 395009. Was ganz zart Florales. Bisschen was Rauchiges. Ich finde, das ist ein bisschen was so geräuchertes Wurzelgemüse oder ja. So ein Tabak. Ja, das ist ja schon ein bisschen entwickelter, das Ganze. Kaum Frucht. Ja, das sind eher diese vegetabilen Noten. Hm? Ja. Ach so, einen leichten Zitruston, hä? Ja. Zitruszesten. Aber auch eher nett aufdringlich. Und dann kommen die pflanzlichen Aromen wieder. Das ein bisschen, geht das ins Kräuterige rein. Zartflorale Töne haben wir wieder. Ich finde auch Spinat. Nicht so schlecht, der da drin steht. Oh, der steht drin. Mhm. Du hast es nur abgelesen. Nee, ich wollte mich nur noch mal bestätigen. Ja, das ist wirklich. Hast du das geschrieben? Ja, ist das schon wieder von dir? Ah, ist wieder einer von dir. Es ist schon wieder einer von mir. Hm? Das ist der dritte Wein von ungefähr 40. Ja, ja, aber jetzt im Moment häuft sich's. Ja, ganz leicht, das steht auch drin, hat so einen leichten, trockenen Gerbstoff. Aber er hat eine gewisse Substanz und Festigkeit. Ich kann also damit die 87 auch gut leben. Ich auch. Da haben wir ausnahmsweise mal einen Wein vom Höfling. Habe ich schon gesagt, dass da noch mehr kommen? 20 Stettener Stein Grenzstein. Also wieder seine Top-Linie, der kostet wieder 24,90. Ist ein bisschen floral. Ja. Warum steht es da nicht drin? Das ist sogar recht auffällend, fallend, ne? Weil ich die Beschreibung nicht geschrieben habe. Ja, ja. Bist sicher? Scroll halt mal runter. Ah! Also der Bildschirm ist so groß, dass die Note ganz am Rande steht und ganz unten drunter steht, wer es probiert hat. Das kann man aber gerade nicht lesen, weil das Bild so groß ist. Da muss man hin und her scrollen. Ja, ein bisschen rauchig, so ganz zart, schwarzpfeffrig auch, ja. Das Wachs finde ich gut, was drin steht. Ja. Ja. Am Gaumen hat er was sehr Silvaner-typisches, nämlich diesen Sellerieton. Mhm. Ja, und da ist wieder ein bisschen Pfeffer drauf. Der Wein ist knochentrocken. Was mir sehr gefällt. So eine recht feine Säure, auch so einen leichten Zitrus-Touch, aber es ist eigentlich keine echte Fruchtigkeit. Ne? Es ist mehr irgendwelche O's in Watte einzubauen, die da nicht hin können, mache ich oft. Das fällt mir dann wieder auf. So ein bisschen so ganz junge Karotten hat der im Hintergrund. Ne? Ja, ja, das so ist junges Wurzelgemüse. Ich habe auch so Petersilienwurzel oder sowas. Ja, also ich auch gut. In die Richtung geht das. Ja, das ist schon ziemlich typisch Silvaner. Ist jetzt nicht überkomplex und tief, hat auch so ein bisschen Alkoholkraft hinten, aber der steht, glaube ich, bei 87 auch richtig, ja. Oder? Hat einen gewissen Schliff.
ratet mal, von wem? Hat man noch gar nicht. Das ist wieder Höfling. Diesmal ist es der Gössenheimer Homburg, erstes Gewächs. Wir werden schon allein deswegen nicht fertig, weil wir so viel scrollen müssen beim Höfling. Da ist er. 12,90 Euro. Das ist nicht so, dass man da jetzt einen wirklich qualitativen Unterschied zu dem Grenzstein feststellt, nee. Oder? 395771. Stilistisch schon, aber qualitativ? Ja. Das hat fast ein bisschen was Kandiertes in der Nase, so kandiertes Kern- und Steinobst. Bisschen, ja. Aber es hat schon auch wieder deutlich vegetabile Noten, die man eigentlich erwartet, ne? Ja, und auch florale Töne. Ja. Und ein bisschen Zitrus testen. Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an meinen, was ist das, Haselnussbaum? Was ich im Garten habe, ich da, du kennst meinen Garten nicht, ne? Jetzt kann ich nicht mal fragen, was bei mir im Garten steht. Aber Haselnuss kann es nicht sein, weil das ist ein Strauch. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob Haselnuss ein Strauch oder ein Baum ist, aber es ist ein Strauch, ja. Aber was habe dann ich im Garten? Walnussbaum vielleicht. Nein, habe ich eben nicht. Dann, ich frage mich halt. Also, das ist sehr schlanke, ganz herbe, helle Frucht. Also überhaupt, Frucht ist ein bisschen der falsche Ausdruck. Eine Frucht hat es fast gar nicht. Es ist mehr dieses feinpflanzliche, das kreidige, salzige, sehr auf Mineralik. So ein ganz schlanker Typ. Das ist das Fetter? Hä? Das schmeckt ein bisschen so, ne? Also, weil die Säure typisch für Fetter wären. Auch eben dieses, doch eher in diese Zitrusfilet-Richtung gehende. Das hat Fetter auch oft. Und wirklich null Zucker. Also ja, ganz und gar nichts. Auch nicht wirklich Schmelz. Obwohl er ja doch Substanz und Dichte hat, ne? Das kommt wahrscheinlich also vom Hefelager, dass der noch einmal einen festeren Kern kriegt. Ja, das gefällt mir aber schon. Das ist irre, wenn das Fetter ist. Das hat 9% Alkohol oder so. Oder ich glaube, der hat irgendwie zwischen 9 und 10,5 oder so haben seine Weine. Das hat auch Länge, ne? Roter Johannisbeeren kriegt der. Kriegt man raus. So ein bisschen. Ja, oh, das ist schon sehr gut im Abgang. Ja, nicht nur gut, bis sehr gut. Das sind ja fast schon 88. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, dass 87 nicht reichen. So fein der Wein ist und so klar und präzise und lang. Und ich war echt skeptisch, als ich gesehen habe, dass die alle bloß 9% haben. Aber als wir es dann probiert haben, haben wir gemerkt, die können es trotzdem. Schon sehr gut. Also 18. Ja. Jetzt ist es dann nicht. Pass auf, doch, doch. Das wäre jetzt auch wirklich komisch gewesen. Das ist 21 Vetter Silvaner Muschelkalk. Und so schmeckt es halt auch. Kost, glaube ich, 24, wenn ich mich irre. Wo sind wir denn? 24. 395769. Achso, ich wollte nachschauen, was Alkohol jetzt wirklich hat. 9%. Das ist schon echt verrückt. Das ist ein bisschen Mandelblüte fast. Ja, das ist Mandelblüte und schon auch wieder Hefetöne und so ein ganz zartes Buttertönchen. Mandelbutter auch von frische, mir aus auch. Frische Butter, finde ich. Ist das. Ja. Ich sehe gerade, die Mandeln stehen ja sogar schon drin. Das ist auch Fetter. Das ist doch wieder Fetter. Es riecht schon so. Auch ganz trocken, ganz kalt und schlank. Er hat ein bisschen, wenn man das davon reden mag, so ein hauchgelbere Frucht. Ne? Bisschen pfirsichartig. Kommt er mit, aber wirklich nur angedeutet. Ganz kalt auch im Gaumen, ja? Total kalt. Was er jetzt nicht ganz hat, ist so dieses total kreidig,
kalkige, das der Vorgänger hatte. Ja, das vermisse ich jetzt bei dem aber auch nicht. Nee, das ist halt ein anderer Wein. Ich finde, der ist trotzdem spannend für sich. Der hat ein bisschen mehr Frucht als der Vorgänger. Ja, und ein bisschen, die Säure steht ein bisschen weiter vor als beim anderen. Was möglicherweise auch wirklich an dieser Kalkmineralik beim anderen liegt, die halt Säure deutlich puffern kann. Müssen wir mal nachschauen, ob wir da die Daten haben, ob sich da die Säuren groß unterscheiden. Ich finde nicht ganz so lang wie den Muschelkalk. Also hier wäre ich mit 87 schon zufrieden. Du nicht? Würdest du für mich ist es ein Grenzfall. Der andere hat ein bisschen mehr Zug, weshalb ich beim anderen definitiv bei 8 bin. Hm. Hier ist so, wo ich sage, ja. Ja, und auch die Säure geht so leicht ins Zitronige. Das ist jetzt ein Wein, wo ich mir denke, wenn das ein bisschen mehr Volumen hätte, wäre er vielleicht noch besser. Ich würde bei 87 bleiben. Ja. Ja, ja. Ich klang jetzt fast beleidigt. Nein. Naja, es ist nochmal fetter. Das ist sein Silvaner von Sandstein 21. Kostet, glaube ich, auch 24, wenn ich mich nicht irre. Wo sind wir? Ja. Du merkst es, es bleibt nicht so leer stehen wie der andere. 395003. Das hat fast was Tabakiges. Die Petersilie finde ich gut, die da drin steht. Oh, und dieses leicht Zitronenteeige hat er auch noch. Und Pilze. Die stehen auch drin. Pilzpfanne. Pilzpfanne mit ein bisschen Zitrone. Und Petersilie. Ist auch aber schön durchgezeichnet, finde ich. Schon. Und er hat am Gaumen aber auch wieder diesen ganz herben Zitruston. Und dann kommt ein bisschen frische Butter. Ein bisschen frische Butter und ein bisschen Rauch. Das ist, ich bilde mir ein, dass man ihm anschmeckt, dass der aus dem Holz kommt. Ja, so einen leichten Holztouch hat er. So ein bisschen so Spurröstung kommt damit. Die ganz frischen Pilze, die sich gerade in der Pfanne so ein bisschen hin und her kugeln, in der frischen Butter mit der Petersilie, schmeckt man aber auch. Ja. Leicht gedünstet er schon, wenn man es mit ein bisschen Petersilie, ganz wenig Speck, nur minimal, und dazu Brezenknödel, finde ich. Du hast ja nimmerswart. Gestern hat er offensichtlich schlanker gewirkt als heute. Ich finde ihn gar nicht mehr so schlank. Er hat schon schlank gute Substanz, ne? Ja. So leichte Wärme auch gekriegt und schon ein gewisses Volumen. Ich weiß auch nicht, ob wir da nicht auch ein bisschen zu streng waren. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Klingt natürlich doof, weil 87 ja auch gar nicht so schlecht sind, oder? Aber der hat sich noch einmal aufgefüllt und bleibt trotzdem straff und schön durchgezeichnet, wie du schon gesagt hast. Kann mit 8 wunderbar leben. Ja, ich auch. Wahrscheinlich auch ein bisschen länger halten. Ja, passt. Ein Höfling. Ein Höfling. Und es ist Gambacher Kalbenstein 21, großes Gewächs, Terrassenlage. Was kostet noch der? Großes Gewächs. Nix! Aha, haben wir keinen Preis. Kann jetzt auch nicht helfen. Alle anderen sind angegeben, bloß bei dem fehlt er. 394605. Das wird nix. 605. Oh. Hat sich da 4 eingeschlichen? Weil du auf deine Tasten so draufhaust. Vom Draufhauen? Weil du nicht hinschaust beim Draufhauen. So. Das zurückhaltende Herb.
Ein bisschen nussig. Recht unfruchtig. Ist das ein bisschen Wasabi oder ist das, sind das Frühlingszwiebeln oder was ist das? Oder Radieschen so im Hintergrund? Ja, vor allem, das hat so ein bisschen, ich war bei den Zwiebeln schon fast dabei, nur die sind so ganz leicht angedünstet oder angeröstet. Bis in die Richtung geht's. Mhm. Reife, recht saftige, fast ein bisschen süße Frucht. Ja? Hat du dich? Hat, ja. Ja, ja. Was? Ja, bloß auf zu lachen. Das, wenn du lange genug ins Dunkle starrst, starrt das Dunkle, spuckt das Dunkle zurück. Ja, 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 so ungefähr war das gerade. Ja, also das ist relativ warm, schmelzig, wie gesagt, so ein Hauch süßlich. Bisschen nussig. Da hast du die Schmorzwiebeln reingeschrieben, schau her. Ich? Die wir jetzt schon in der Nase haben. Das muss doch von dir sein. Oh, das ist von mir. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich in irgendwas Schmorzwiebeln reingeschrieben habe. Aber ja, die stimmen. Also ich meine, dann habe ja ich recht gehabt und nicht du. Ist ja auch in Ordnung. Ja, aber das sind die 87, ne? Das mehr fehlen so ein bisschen die Feinheiten. Ja. Das ist reiner Sauer. Reiner Sauer Lump, erste Lage 22. Ich glaube, so ein bisschen Restzucker hat er tatsächlich so eine 4 oder so, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das schmeckt mir ganz leicht. 394981. So. Ganz anderer Typ, viel kühler. Hell, geschliffen. Leicht floral. Ja. Finde ich aber angenehm, die Nase. Ist geschliffen und fein. Ja, am Gaumen auch ein deutlich schlankerer, hellerer Typ. Ganz zart nussig. Einen schönen Zug, ne? Der hat auch so ein bisschen dieses leicht zwiebelige, aber ja, frische Zwiebeln. So eine winzige Spur. Ich finde das aber überhaupt nicht unangenehm. Nein. Zwiebelig kann auch was richtig Unangenehmes sein. Ist hier überhaupt nicht der Fall. Es ist ganz frisch alles. Ja, da steht Kümmel drin. Den hat er hinten auch so ein bisschen Kümmelwürze. Muscheln mit Kümmel? Muscheln. Kann ich mir jetzt, also ich Muscheln, zum Muscheln möchte ich jetzt keinen Kümmel haben. Zum Schweinsbraten möchte ich in der Nase, am Gaumen hat er auch ein bisschen neben dem Kümmel. Bratkartoffeln möchte ich Kümmel haben. Soll ich das neu schreiben? Ja. Ja, eine gewisse Nachhaltigkeit, ne? Mhm. Wieder solche Zitruszesten hinten raus. Mhm. Das steht jetzt für mich bei 7 auch gut. Mhm. Ist nicht der tiefste, aber er trinkt sich für mich nochmal deutlich schöner als der Sauerkraut. Der hat, weil so, das ist so ein, in Anführungszeichen, ehrlicher Typ, so durchgezeichnet, geschliffen, saftig. Das mag man einfach trinken. Oder? Jawohl. Naja, das war zu erwarten. Das ist Johann Ruck. Aber das ist die absolute Basis, das ist der kleinste Wein, das ist ein 22er Silvaner Gutswein. Da kannst du echt nicht meckern, ne? Nein. Und das macht richtig Spaß. Kostet 9 Euro. Hoho. Da müssen sich jetzt die Grenzsteine und sowas aber schon warm anziehen. 395767. Bleibt auch immer noch stehen, ne? Kühle, recht straffe, deutlich pflanzliche Nase. Ist ein bisschen Mais oder was in der Nase? Oder Popcorn? Ja, eher. Popcorn, ja. Ja, ich habe
War das ich oder warst du das mit den Getreidigen? Ich kann mich nicht erinnern. Aber so ein bisschen geht es in die Richtung, ne? Mhm. Ja, kann sein, dass es ich war. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, bei welchem Wein, aber irgendwo war es drin. Das war ganz herb. Da übrigens auch im Gaumen diese... Ist das wieder fetter? Diese, das ist wahrscheinlich wieder fetter. Diese nussigen und popcornartigen Noten hat er am Gaumen. Weil von der Säure her, die ja doch ganz schön präsent ist. Ja. Und Gewürzbrot finde ich auch gut. Ich finde halt auch ein bisschen was von Austern. Ja, so und was... So ein bisschen was Salziges. Total. Und dieser phenolische Griff und diese gelbe Würze, die er hat, das ist doch sein Schale, Stiel, Stängel, Hund, Katze, Maus ist doch das. Also so schmeckt's. Ja, und hat er schon Griff, ne? Ich glaube, den unterschätzt man in der... So, oder kann man leicht unterschätzen, sage ich mal so. Ja, der hat ja auch keinen Alkohol. Aber dafür ist er erstaunlich dicht und lang, ne? Ja, schon fast neun. Ne? Ich wäre auch für neun, ja. Ja, sind 89. Ja, ja, das ist... Also, Richard Oestreichers Hund, ja? Katze, Maus. Hm? Vetter. Nicht Oestreicher, Stefan Vetter. Entschuldigung. Vetter, wie komme ich auf Oestreicher? Haben wir auch dabei, komm. Also, er heißt Schale, Stiel und Stängel 21 von Stefan Vetter. Wie komme ich auf Österreich? 9,5% hat er. Ist ja fast schon ein Schwergewicht. Kostet, Moment, 28. 278,650. Sagst du Österreicher? Haben wir gedacht, was? Wir reden doch hier von Vetter. Ich denke mir erst, was hat's jetzt? Das ist doch der Österreicher. Nein, das ist er natürlich nicht. Aber ja, wahrscheinlich, deswegen machen wir unter einen Hut, weil die so dieses Silvaner Feld in Deutschland so von hinten aufrollen, von zwei verschiedenen Seiten. Und ganz anders, ja. Das ist ein bisschen so diese gelbe... Kardamom-artige Würze, finde ich. Ja, und florale Noten sind da aber auch dabei, die da vor sich, doch, die stehen drin. Und so ein bisschen so ganz leichte Suppenwürze. Trocken, aber doch schmelzig, nussig, griffig. Auch so ein bisschen so eine Schalenphenolik, ja, da drin, oder? Ah, okay. Klar. Ein bisschen Rauch, ne? Ein bisschen was Rauchiges, so eine leichte Fasstönung auch. Recht dicht, das Ganze. Oder? Und da hat so helle Elemente und auch dunkle. Ja, so der Hintergrund ist fast dunkel, ja, ne? Trotz seiner kreidigen Mineralik. Würde ich auch sagen. Und auch hier, der ist schon dicht gebaut. Ne? Ich glaube, nur durch dieses Helle, was im Vordergrund steht, wirkt er eher so ein bisschen leichter. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Das, auch den unterschätzt man im ersten Moment, ne? Weil so leicht ist das gar nicht. Du merkst auch, dass er wirklich Länge hat, die vielleicht, naja, mit dem Vetter von vorhin vielleicht ungefähr gleich lang, aber mit der längste jetzt, bis jetzt. Sind auch 89, gell? Ja, ich wäre dafür, weil die Dichte, die hat er. Und bis 26 ist Quatsch, das hält länger. Oder das im Gegenteil, das wird sich länger gut entwickeln. So wie auch mit dem Grip, den der Wein hat und dieses deutliche mineralische Fundament. Mhm. Ja, das war jetzt
hoffe, ihr habt nur ein wenig Zeit, weil ich muss noch die Kapsel raussuchen. Würzburger Stein vom Weingut Amstein. Jahrgang, ist das 22 oder 21? 22. Erste Lage. Kost, nee, der steht nicht oben, das ist die Leiste. 20 Euro. 394973. Habt ihr noch immer noch, ne? Ich auch. Das ist schon sehr gut. Wieder ein viel kühlerer und hellerer Stil. Wieder mehr so diese präzise. So ein bisschen Muscheln in der Nase. Jetzt ist wieder Ruck. Hä? So dieses helle und feine, das ist doch. Das ist diese Spur Senfkohl. Senfgurken finde ich übrigens auch gut. Gurke? Hm, habe ich gar nicht so. Hab ich gar nicht so. Doch. Aber so diese Pak Choi-Note habe ich deutlicher. Mhm. Sehr straff. Hellsaftig. Wobei hinten hat er auch so was ganz leicht Dunkles. Aber er ist im Charakter doch völlig anders als der. Als der Grad vom Knoll. Sehr präzise wieder, hat frische, wie gesagt, einen leichtfüßigeren, helleren Charakter, wobei der hinten raus dann doch Druck hat, ne? Ja. Der ist auch ziemlich dicht. So, die Frage, ob der 88 reichen? Ich glaube nicht. Sind auch 9, ne? Mhm. Auch da die Länge da ist, der schöne, fester Kern. Ich finde, da kriegt hinten so ein bisschen mehr Röstnoten oder so. Ein bisschen ganz die gerösteten leicht. Mandeln, die da durchkommen. Ich habe gestern auch so was leicht Speckiges reingeschrieben. Ja. Weil ich gar nicht weiß oder gar nicht im Verdacht habe, wenn es Ruck ist, dass das aus dem Fass kommt. Aber wer weiß, müssen wir mal fragen. Weiß ich wirklich nicht mehr. Aber es schmeckt hinten raus so ganz leicht so. Aber nicht so stark wie beim Knoll. Das ist wirklich ein anderer Charakter. Einen schönen Zug hat er. Und ist es? Ruck. Ja. Ja, das ist der Julius Echterberg, erste Lage von Ruck 22. Der kostet 17,50 Euro. 395019. Ich muss gleich weiter trinken, eigentlich, das schmeckt. Das macht schon wieder Spaß. Das ist sehr frisch, pflanzlich bis kräuterig in der Nase. Ich finde halt so eine recht deutlich gelbe Würze. Die kommt dann, ja. So. Und nicht nur das, ich finde sogar, dass er so einen Hauch schwarzen Pfeffer oder sowas hat. Pfeffer? Nicht? Ja, so schwarzpfeffrige Noten. Ein bisschen was Florales, das steht aber drin. Ja. Und was ist da noch drin? So ein bisschen Kaffee fast, oder? Da können wir jetzt meinen, das kommt aus dem Holz. Ja, das glaube ich auch, dass das ein bisschen Fassholz hat. Leichter Mokka-Ton. Ja. Ja. Ja, das ist recht kräftig, saftig, schmelzig. Deutlich gelber als jetzt zum Beispiel der Ruck vorhin, was ganz einfach ist, weil der Ruck halt überhaupt nichts Gelbes hat oder fast nichts. Und da merkst du auch das Holz wieder, ne? Es ist ein bisschen rauchig, röstig, so ganz leichte Candy-Süße im Hintergrund. Mhm. Ja, schwarzbeerig steht schon drin. Der Pfeffer finde ich wieder, obwohl der hat auch salzige Mineralik. Ich finde nicht nur salzig, auch kreidig. Du nicht? Ja. Hat schon recht, aber es fällt mir jetzt weniger deutlich auf als das Salz. Aha. Ja, muss ich jetzt sagen, ne? Ja, der deutlich breitschultrigere Typ hat jetzt nicht mehr Dichte als der Ruck vorher. Ich glaube, dass der jetzt auch eher die 88 verdient statt ja, der 89. Ich auch. Fehlen die letzten Feinheiten, aber es ist trotzdem sehr guter Wein. Ein bisschen der breitschultrigere Charakter halt. Aber es ist ja auch kein Verbrechen. Das ist wieder Höfling. Das ist 20. Gambach, Kalbenstein, Terrassenlage. Diesmal ohne großes Erstes oder irgendwas Gewächs.
schmeckt mir irgendwie nicht ganz immer durch, habe ich so den Eindruck. Und vielleicht bin ich, nur zu, bin ich zu blöd dadurch. Nee, da blicke ich auch nicht ganz durch. Der kostet jedenfalls 16,90. Ich verstehe auch die verschiedenen Preise nicht für Qualitäten, die sich dann ganz anders darstellen. Also, das ist eine wilde Angelegenheit. 394720. Oh. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da treibe. Auch ganz leicht rauchig, fast tönig, ne? Ja. Aber dann hat der so einen ganz zarten Unterholz-Pilzton mit drin. Recht feine, vegetabile Note. Das geht auch ein bisschen in Richtung Moos oder so. Ja, wobei das eher positiv gemeint ist, ne? Ja. Weil das eine sehr klare, recht feine Aromatik ist. Hat ein bisschen mehr Schliff als jetzt beim Höfling vorhin. So eine Andeutung von Noblesse. Eine Andeutung von Noblesse. Ganz genau. Von Noblesse. Ich finde, er hat auch so ein bisschen Pistazien in der Nase. Ja, das bisschen hat es am Gaumen, wobei am Gaumen so ein bisschen so ein Mandelbitter dazu kommt. Ah, in der Nase hätte ich gedacht, er kann mehr. Am Gaumen kann er es nicht ganz. Also er bittert da ganz leicht. Trocknet auch hinten aus, ein bisschen aus. Mhm. Das sind fast nur 7. Oder bin ich da zu streng? Ich glaube, du bist zu streng, weil die Dichte hat er ja trotzdem. Ja. Ich würde ihn B8 lassen, auch wenn es knapp sind. Ja, also für mich, es ist wirklich knapp, weil dieses Bitter hin raus. Nervt mich ein bisschen. Findest du deutlicher als ich. Das ist da, aber ich finde es nicht so gravierend. Und das ist eben wieder nicht nur so ein Zestenbitter, sondern es ist schon so ein so leichtes. Also gallig wäre zu viel, aber schon. Nein, bitter. Du übertreibst. Ja. Du übertreibst wirklich. Das ist, ich finde, es geht eher. Sag ja, ob gallig wäre zu viel. Aber bitter. Nein, ich finde. Deswegen hast du so gelacht, weil du dir das Zestenbitter gedacht hast und ich gesagt habe, das ist gar kein Zestenbitter. Genau, weil du gesagt hast, es ist fast ein bisschen gallig. Ja. Das ist ja, übertrieben. Das ist aber, ja, das ist übertrieben. Das ist, was heißt ein bisschen? Das ist vollkommen übertrieben. Ja, es ist ein leichtes Bitter da. Ich finde, es geht eher in diese Richtung. Zesten. Aber. Oh, süß da! Ja, ja, der Substanz und Mineralik von mir aus. Aber es ist knapp. Bitte schön. Doch, Herr Nagel. Das ist der Silvaner Reserve Nagel 21. Vom Weingut Nagel. Winzerhof Nagel. Kost. Moment. 24. 394607. Nein. Ich wäre fast geneigt, mal nachzuschauen, ob der ein Bier am Kork hat. Und ob das Bitter daher kommt. Ein bisschen rauchig, eher zurückhaltend, aber trotzdem fest. Ne? Genau, das ist eine sehr schöne Nase. Klar, fein und fest. Ist ein bisschen Understatement-Nase, aber wirklich präzise und fein. Hm. Jetzt von der Nase her fast gedacht, das ist Ruck, aber am Gaumen schmeckt er saftiger und ein bisschen süßlicher, als das bei Ruck normalerweise der Fall sein würde. Aber es hat einen schönen Schliff. Machst du mich nach? Nein, du bist jetzt mit deinem Stuhl rausgerutscht, um dein Bein über das andere zu legen. Ja, mach ich manchmal. Du vergisst aber, dass wir ja aufgrund von dieser neuen Sitzkonstellation ja doch so eng nebeneinander sitzen, dass du mich jetzt mit zurückgeschoben hast mit deinem Stuhl. Wann musst du heim? Bald. Also. Also. Aber es ist recht fest, dicht, hat eine gewisse Kraft auch, das schiebt ihn. Er ist dunkler. Oder er wird dunkler. Ja, das ist deutlich dunkler, als jetzt zum Beispiel ein Ruck wäre. Aber er ist recht fest, ist recht fast kompakt im Moment noch. Aber kompakt ist doch gut. Mm.
Ja, ja, das war nicht negativ gemeint. Hinten kommt wieder so ein bisschen der süßliche Schmelz. Ja, ganz leichte Tabak- und Rauchtöne wieder. Das Rauch hast du vorhin schon mal gesagt, gell? Ja. Finde ich aber jetzt bei 88 richtig stehen. Finde ich auch. Der Rainer Sauer ist das. Ah, die alten Reben, daher kommt das Dunkle. Rainer Sauer, Silvaner, alte Reben. Kostet. Wir haben auch ein paar Weine geschickt. 17 Euro. Ich habe keinen Platz mehr, Mama. 394? Hm, 603. 603. Du kriegst jetzt noch eine halbe Stunde. Uch, komm, dann schicken. Kühl, frisch, jugendlich steht drin, das ist richtig. Ganz zart speckig, genau. Und plötzlich. Bisschen Fenchel. Steht ja drin. Recht straff. Eher herb. Hä? Mhm. Ist ein bisschen phenolischer als der andere. Und dunkler, dunkelbeeriger in der Aromatik. Der andere hat so einen dunklen mineralischen Hintergrund. Ja, das ist hier bärig. Ist es wirklich so ein kleinbeerig dunkler Ton. Dunkel-kleinbeeriger Ton, wie auch immer. Ja, du hast lebendig, das hast du geschrieben, ne? Mhm. Lebendige, fast präsente Säure, das stimmt, aber es ist. Das ist trotzdem eine gute Säure. Die ist nicht aufgesetzt. Und ich glaube auch, dass die noch deutlicher schmeckt, weil der so einen phenolischen Grip hat. Ja. Dass das Ganze noch ein bisschen hebt. Das ist fast schon Grenzfall. Du meinst 8 oder 9? Ja. Finde ich in der Zwischenzeit schon fast bei 9. Mhm. Ich auch. Kann ich sehr gut damit leben. Einen schönen Zug und eine tolle Mineralik. Ja. Ja, das ist wieder. Rainer Sauer, das ist der Silvaner L 22. Der kostet 19. 396, 379. Soll ich eine Bemerkung über die stimmende Haushilfe? Nein, weil ich jetzt gleich gehen muss und ich muss meine Kinder holen und heute kann ich nicht überziehen. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, musst du alleine fertig machen. Was, wenn ich noch einmal Haushierarchie sage, gehst du? Ja. Ah, da steht Kohlrabi drin, das finde ich gut. Ja, ein bisschen Pfeffer, wobei es eher weißer ist. Florale, pflanzliche Noten, Hefe. Oder so. Ja, und wie gesagt, noch so ein bisschen so eine leicht hefige Unruhe da drin. Ja, recht fest. Eher herb, so ein bisschen der Zestenbitter ist da drin, mhm. Um das mal wieder zu bemühen. So leichte Holztöne. Ja, so rote Johannisbeeren hat es auch. Ja, aber dort was Dunkles, wenn auch so diese, da steht auch drin, diese, der hat jetzt wieder mal diese fenchelig-gelbe Würze drin, gell? Ja. Steht auch gut bei 88, oder? Mhm. So ein bisschen so einen ganz leichten phenolischen Bitter-Touch, aber ist trotzdem gut gemacht. Den hatten wir noch gar nicht. Das ist nämlich das Weingut Baldauf. Das ist der 21er Ramsthaler St. Clausen, Klees ist so seine Top-Linie. Der hat 12%. Also wenn ich das blind raten hätte, müssen hätte ich gesagt, der hat 13, mit der er doch einen Druck hat, ne? Kostet 21. 395017. Das ist rauchig. Nussig, ja. Vor allem. Es sind so ein bisschen fette Nüsse oder so. Und der hat fast so was ganz leicht Petroliges. Mhm. Und der hat schon so einen entwickelt gemüsigen Ton, der hat ein bisschen andeutet, dass der Wein schon ein bisschen reifer zu sein scheint. Ja, Estragon steht drin, finde ich auch
passend. Das ist auch wieder diese Pfirsiche, ne? Und diese sehr gelbe, sesamartige Würze. Warst du, ja. Hat schon ordentlichen Alkohol. Da so ein bisschen süßlich dann hinten raus. Und der kriegt so ein bisschen so eine, auch so eine süßliche Schmorzwiebel-Aromatik hinten. Finde ich gut. Grenzfall. Das ist ein Grenzfall. Das ist ein bisschen grobschlächtiger, ne? Ich wäre jetzt fast eher bei 7. Ja, dem fehlen ein bisschen die Feinheiten. Das ist ja der allererste Höfling von allen. Also, das ist wieder ein 20er Gambacher Kalbenstein, diesmal Silvaner Roteberg 2020. Roteberg, kein Preis. 395.007. Aber so wie er schmeckt, glaube ich, dass das so im Hausanspruch schon ein Topwein wahrscheinlich ist. Das ist deutlich heller. Bisschen vegetabil, bisschen nussig. Recht geschliffen. Also ganz leicht zitronig ist das am Gaumen. Sehr kühl, schlank. Mhm. Ja, salzig auch. Salzig. Da steht etwas Tiefe drin, aber gerade die fehlt mir heute. Ja. Das hinten ist auch so ganz leicht zitronig. So ein leichtes Loch. Ja, deswegen sind es auch nur 87. Schon gewisse Spannung und so, aber das hat gestern wohl mit der Säure und dem hat es überzeugender gewirkt, als er jetzt zeigt, weil es fehlt ihm doch in der Gaumenmitte ein bisschen die letzte Substanz. Die Höflingsspiele gehen weiter. Das ist wieder Gambacher Kalbenstein, diesmal 21. Erstes Gewächs, Terrassenlage in dem Fall. Oh Gott. 16,90. 395,763. So ganz leicht offen? Bisschen, ja. 395,763? 395,763. Weil da 87 stehen. Und der war mit den bei den 88ern falsch eingesortiert. Da steht 8. Komisch. Ich glaube, da hat ein Herr Hofschüster. Hofschüster? Sich verschrieben. Entweder da oder da. Das, also wahrscheinlich eher da drin. Also, das ist ziemlich hefig. So mandelig, nussig. Das hat auch ein bisschen diese Pfirsichtöne. Haselnuss finde ich gut. Ja, das ist wieder ganz schlank und straff und kühl. Und hat wieder Energie. Also die 87 sind Quatsch, weil ich überlege mir ja schon glatt, ob es 9 sind, oder? Weil der so ein Biss? Weil der genauso so durchgezogen ist, also der hat einen Matzzug. Nee, das sind keine 7, das sind schon 0. Der ist ja dicht. Matzmineralik. Zug. Ja. Das ist fetter. Ja, das schmeckt ein bisschen so. Könnt's hinhauen. Fast nochmal einen Tag anschauen. Ja. Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wo das endet. Schauen wir uns nochmal an. Schmeckt mir jedenfalls sehr, sehr animierend. Ist fetter. Aha, das ist der blaue Silvaner Granit. Das ist ein günstigster. Fetter, blauer Silvaner. Ich habe ganz vergessen, dass der auch noch drin ist. Ich habe so gerätselt, was könnte das sein? Der kostet 18 Euro. Und der macht schon echt Laune, ne? Ja. 396,449. Ich glaube, das ist der mit dem meisten Alkohol. Ja, 10%. Das ist wahnsinnig viel.
Es hat auch so ein bisschen also diese Orangenblüte oder so. Ja, und diesen Hefeton und das riecht schon wieder wie ein Fetter. Und Mandeln. Mandeliges, ein bisschen weißer Pfeffer. Hm. Gaumen vielleicht aber doch ein bisschen anders. Nussig, anders. Schmelzig, saftig. Ein bisschen gelb. Mhm. Auch wieder so gelb, würzig, fenchelig. Ein bisschen frische Butter auch. Ja. Und ganz feines Wurzelgemüse. Ja, so ein bisschen wieder in die Sellerie-Richtung gehend. Eine gewisse Alkoholkraft. Da merkt man, dass das Kaffee etwas rein kann. Ja. Ich glaube, das sind 9. Ich überlege gerade, wenn es nicht fetter ist, vielleicht ist das im Österreicher sein kleiner. Für mich sind es 9. Kann ich gut damit leben. Hat schönen Zug und Grip. Nein, das ist Bardorf. Ich habe gesagt, es gibt vom Bardorf auch richtig gute Sachen. Es gibt vom Bardorf auch richtig gute Sachen. Das ist 22 Silvaner Alte Reben. Das ist Marsberg Randersacker. Auch so ein bisschen, so ein leicht, wie soll man sagen, rustikalen Touch, aber es ist wirklich richtig gut. Kostet, Moment, Silvaner Alte Reben, 17 Euro. Kann ich doch auch sehen lassen. Ist auch lang. 395797. Die hinten so einen ganz leichten Aschenbecherton. Da so ganz der Spur offen, hä? Ja. Aber so eine Mandelblüte, finde ich, die da so im ersten Moment einen entgegenkommt. Mandelblüte ist was Rauchiges, wieder gelbe Würze. Mhm. Und so eine minimale Oxidation. Ja, am Gaumen ist es auch so nussig und ein bisschen gemüsig. Ja, dann kommt, das steht auch drin, so wärmender Alkohol durch. Senfgurke. Und das Holz und der Alkohol, das macht den Wein so ein bisschen süßlich, ne? Und das zerfließt leicht. Es hat schon Substanz und es hat auch gewisse Länge, aber du merkst, dass der andere stärker war. Ja. Das ist eher so ein Grenzfall zwischen 7 und 8, ne? Ja, wobei mir 7 dann schon wieder ein wenig zu streng ist. Also ich kann nachvollziehen, die Substanz hat er ja. Ja, ich auch. Vielleicht der Dings. Aha. Das sind Etiketten. Florian Reuss ist es. 21 Deutscher Landwein vom Main. Edition Weltmeister. Kostet 25. Edition Weltmeister. 395473. Es ist so, als würdest du deinen Sohn Conan der Barbar nennen oder so ähnlich. Oder? Achso. 20 Minuten. 20 Minuten? Ja. Uiuiuiui. Vielleicht soll ich erst was zur Nase sagen, ja? Wie du möchtest. Das ist jedenfalls hell, ein bisschen rauchig, deutlich heller als viele, die wir bislang hatten. Findest du das so hell? Ich finde, das sind auch dunkle Elemente in der Nase. Ja, aber ich finde, dass das allein schon dieses... Es riecht schon so kreidig. Also so einen hellen Grundton. Ich weiß schon, was du meinst. Das ist ein bisschen erdig, wurzelgemüsig. So ist es schon auch. Aber es ist trotzdem hell. Mhm. So, aber auch im Gaumen. Bis auf diesen ganz leicht schwarzen Hintergrund eigentlich ein heller Stil. Hefig, kreidig, salzig. Ein bisschen Kohlensäure hat der, ne? Hm. Ich find, aber das zieht sich schön durch. Ich finde diese roten Beeren finde ich sehr... Kleine. Ja. Rot? Präsent. Rot. Fast schwarz. Kann ich auch noch mitlegen. Hätte ich ja einen Verdacht, auch wegen der Kohlensäure, dass das ein bisschen stumpf ist. Die überraschenderweise trocken sind dieses Jahr.
kommt hin, mal wieder so ein bisschen Rauch, ne? Mhm. Und Salz. Ja, es hat schönen Salz, es hat eine Festigkeit, Struktur. Steht für mich bei 89. Das ist 89, sagen wir, das steht gut. Ja, es ist auch pickelstumpf. Anderer Verschluss. Es ist pickelstumpf. 21 Rotlauf großes Gewächs kostet 39. $3,95,967. Ein bisschen die offenere Abteilung. Ein bisschen Holz. Aber der Mandelblüte. Ja, und Sellerie und Tabak. Und Petersilienwurzel. Ja. Oh, und Kürbiskern. Ja, finde ich gut. Ja, es haben Gaumen ein bisschen offen, ein bisschen entwickelt, reif, ganz leicht ausladend, recht saftig, ein bisschen gelb. So ein bisschen wirklich, wird so kürbisartig, mhm. Ne? Auch so ein bisschen Hibiskus oder so. Ja, so in die Richtung geht's, ja. Ne? Anders, ne? Ist das, sind das schon 9 oder sind es nur 8? Ich bin so ein bisschen hin und her schwanken. Er hat schon viel Substanz und Saft und Würze. Es ist jetzt nicht so der feinste von allen. Es ist nicht so der feinste, aber er hat die Dichte. Und er hat auch die Länge. Und ich finde, hinten raus kriegt er so einen schönen Biss. Eigentlich hat er auch einen festen Kern. Ja, also gut. Die 9 ihm zu nehmen, finde ich nicht fair. Ja, ist jetzt vielleicht nicht mein Lieblingsgeschmack, aber es ist gut dabei. Das ist der Österreicher. Das ist 22 Silvaner Syrli aus dem Kastenkopf. Kostet 22. Du, wir können auch ab 90 das so machen, dass du alleine triffst. Dann brauchen wir uns jetzt gar nicht so schnell. Hobbit, du willst es doch abprobieren, die 90. Ja, schon, aber auf der anderen Seite muss ich heute 2 Kinder abholen. Ja, im Notfall musst du halt mittendrin aufstehen. 395765. Ich finde es nur irgendwie komisch, wie du dann die Tür wieder zusperrst. Wir haben noch. Wie viel haben wir noch? 20 Minuten. Maximal. Ja, das schaffen wir. Komm. Also. Das ist sehr pflanzlich. Relativ kühl, recht fest. Sehr silvanerig. Mit seinen Wurzelgemüsenoten. Bisschen Rauch. Da haben wir jetzt mal Österreicher und Vetter nebeneinander, oder? Mhm. Weil das ist doch Vetter. Ganz kühl, hefig, straff, wieder mit viel Energie, ganz kalt in seiner, ja. In seiner Anmutung und lang. Ist das 90? Mhm. Du liest es mir von den unbewegten Lippen. Ah, das ist ein Zug. Ich, wie gesagt, wer das immer macht, kann gar nichts anders sein. Das ist Vetter 21 Himmelslücke. Kost 34. Ja, dem Tempo werden wir weitermachen. 396447. Wie das appetitanregend ist da hinten. He? Das ist so, das hat so was Köstliches seiner Art. Kriegt ein bisschen Kaffee. Das ist ziemlich fest in der Nase. Das hat gewisse Tiefe, so die dunkle, kaffeeartige Röstrauchigkeit. Feines Wurzelgemüse. Mhm. Mhm. Ganz anderer Typ.
Typ wieder wärmer, ruhig, schmelzig. Also für meinen Geschmack könnte es ein bisschen weniger von dieser Kaffee-Röstung sein. Ich finde, die deckt so die schöne Aromatik, die der Wein sonst hat, ein bisschen zu. Aber das schmeckt wirklich so ein bisschen wie nach der Kaffee ist fertig in der Früh, ja, oder? Ja. Da sind aber sogar auch die frisch aufgebackenen Brötchen dabei. Ja, ich finde es weniger störend als du, vor allem das ist noch die Jugend und ich finde den Wein schon gut. Ja, die 89, die kann der ja auch. Hm? Das ist gar nicht die Frage. Dann sind wir doch schon fertig. Ach, den so Hauch Butter hat er dabei. Ich habe gedacht, du siehst den höher. Ah, siehst du es? Das hätte ich mir jetzt, ich hab's nicht gesagt, aber mir fast gedacht, dass wir es wieder mit einem Bardorf zu tun haben. Und es ist Fass 500. 21, also Randersacker, Marsberg, alte Reben, fast 500 Reserve. Vorne steht 22 drauf und auf der Seite. Nein, 22 auf der Seite. Der kostet 25. 3, 9, 5, 8, 6, 7. Kühler. So recht frisch riechend, gell? Mhm. Aber der hat auch nicht, der hat nicht den Holzeinfluss, das merkst du halt gleich. Zumindest nicht in dieser Art. Das sind ein bisschen Artischocken in der Nase. Ja, so ganz fein. Die Artischocken in Öl hat auch im Gaumen. Ja. Mit ein bisschen Pfirsich. Der Pfirsichton ist auch da. Und Pinienkern. Ist jetzt für mich ein bisschen knapp, weil ich finde, er wird hinten so ein bisschen breit. Bräunen im Kern. Ja, er hat ein bisschen Alkoholkraft, ne? Mhm, wird ein bisschen warm. Ja, aber es hat doch Nachdruck und Länge, es sind schon da. Ja, deswegen würde ich mir die 89 lassen, auch wenn sie für mich knapp sind. Dann können wir das doch sofort abschließen. Das ist wieder das Weingut Schwab, diesmal mit dem großen Gewächs. Und zwar ist das jetzt nochmal ein Rotlauf, diesmal von Schwab 22. Na, warum? Ach, das wird nicht der Computer langsam werden. Das wäre blöd. Kostet 28. 394,985. Recht kühl. Kühl, hell, fein. Ne? Wieder dieser typische Sellerieton. Ganz zart rauchiges dabei. Aber ohne diese dunklen, holzigen Anteile. Mhm. Und hell. Mhm. Das war wieder Ruck. Hä? So straff und saftig und hell und typisch ist das. Ja, und wieder diese Kohlaromatik, die er so oft hat. Ganz frischer Kohl, bitte. Nichts stinkert, abgekocht, irgendwas, sondern frisch, so wie ich den auch mag. Sind das 90? Ja, ich wollte dich gerade fragen. Mit der Spannung und Länge? Finde ich den schon. Und auch so eine gewisse Köstlichkeit wieder. Mag ich. Und es ist Ruck, ne? Es ist halt Ruck. Ipöfer Kalb 22, erste Lage ist das. Oder? 12,50 Euro kostet es. Aber ist ja kein Wunder, da ist ja der Basiswein schon so sensationell gut. 278,646. Was ich vorne stehe, machen wir einen Lieblingswein draus, glaube ich. Mhm. 12,90 Euro, oder? Das ist sehr kühl und eher auch zurückhaltend, kühl, ne? Wieder mehr pflanzlich. Aber sehr feine Nase, ja, oder? Sehr schön. Ja, ein bisschen nussiger als der Ruck. Ein bisschen andere Frucht. Vielleicht so ein bisschen Spur ins Steinobstige gehend. Ein bisschen Fass dabei. Ja, aber das sind 89. Oder? Schöne Dichte, schöne Mineralik. Sicher. Sehr feine, durchmarmorierende Säule. Das ist ziemlich gekonnt. Hat einen schönen Biss.
das ist das Weingut am Stein, Würzburger Innere Leiste, erste Lage. $22 kostet er. 394 621. Aber unter welcher Konkurrenz sich dieser Ruck behauptet, ne? Das ist schon bemerkenswert. Ja, ein bisschen rauchig, das steht auch drin. Ein bisschen Tabak. Ziemlich fest alles. Mhm. Oh, und das hat so eine ganz feine Phenolik. Schöne Nase. Hat auch Tiefe. Der war von dir, hä? Mhm. Dann habe ich eine Ahnung, was das ist. Hm. Ja, das ist sehr dicht gewirkt. Hat auch eine, man merkt sofort diese hohe innere Oberfläche, weil der so eine, ja, so eine feine Phenolik hat, die sich durch den ganzen Wein zieht. Das ist der Ab Ovo. Schöne Kraft, dunklen Hintergrund. Ja, es gibt Jahrgänge, die noch feiner sind und noch präziser. Deswegen würde ich sagen, die 90 stimmen. Aber die 90 kann er. Das ist einfach richtig guter Wein. Ich glaube, dass er einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Ne? Und bevor es braucht ein bisschen Zeit. Ja, bis 32. Ich wäre fast ein bisschen vorsichtiger mit dem. Mhm. Ja, weil. Aber ja, das wird sich sicher gut entwickeln. Ja, also das war jetzt kein Hexenwerk. Das ist 22 Rainer Sauer Ab Ovo. Kost, Sekunde, 26. 396 479. Ja. Ein bisschen tabakig. Ja. Tabakig, fast tönig so leicht. Fest. Und pilzig, ein bisschen Speck. Ja, die frischen Pilze stehen auch drin. So feine Kräuter, petersilienartig obendrauf, ein bisschen Butter. Aber alles ziemlich fein. Mhm. Wunderbare Frucht, geschliffen. Ein bisschen nussig, würzig, hat einen ganz zarten Fasston, der da wunderbar reinpasst. Hat eine schöne Kraft hinten raus. Ja. Hat man so, hat was, also noch einen leicht hefigen Hintergrund, viel Mineralik, die dem Ganzen nochmal Energie gibt. Genau, 90, ja? Passt schon. Mhm. Schön, sehr schön. Ah, das Weingut, das man nicht so oft hat. Das ist das Weingut Gessner. Und zwar ist das der Wippfelder Zehntgraf Reider. Mit EI, nicht mit AI. Das hat früher nicht, das heißt jetzt nicht Twix. Aber das ist schon sehr gekonnt, muss man echt sagen. Kostet 22 Euro. 395 026. Ja. Das ist ja hochwertig, ne? Ja, das ist halt, das ist Maische vergoren. Das ist orange, so riecht's auch. Gelbwürzig, gemüsig. Karamellig. Und Tabak und gelbe Würze. Schmeckt wie er riecht und aussieht. Gelb, tabakig, karamellig, fest, herb. Muss man immer dazu sagen, ist knochentrocken. Mit viel Gerbstoffgriff, dunkler Würze. Ich meine, den Stil muss man mögen, aber es sind schon 90 mit dieser Dichte und der Kraft, die er hat. Oder findest du sogar noch stärker? Bei der Tiefe, die da hat. Klar ist. Moment. Komm, morgen nochmal. Und damit wir weitermachen können. Okay. Machen wir morgen nochmal. Was ist das? Ah, Höfling. Man staunt, wir haben wieder mal einen Höfling. Das ist Silvaner, ganze Sachen trocken, 20.
Also, Maische vergoren. 394. Kost. Ach so. 24,90, passt schon. 394,768. Genau, jetzt machen wir alles in den Zeitlauf, in Zeitraffer, in Zeitraffer kann ich bloß jetzt sprechen. Ich kann das gar nicht in Zeitraffer sprechen. Es gibt Leute, die können das auf den Stegreif. Einfach doppelt so schnell reden. Ein bisschen pilzig und buttrig. Gemüse. Ja, das ist jetzt, das ist natürlich wieder Kulturschock nach dem anderen. Aber es ist fein, es ist fest. Es hat auch ein bisschen so ätherisch-kräuterige Noten. Ne? Ja, richtig. Hat was Ätherisches da drin. Ja, fest, kräftig, nussig. Der steht fast kühl wegen, das stimmt. Man merkt schon, dass der mal eine Kraft hat, aber er hat so richtig kühlende Noten drin. Hinten raus wird er dann doch wärmer, da merkst du den Alkohol schon. Aber es ist, das alles ist gezügelt. Ein bisschen schwarzbeerig. Ja, ein bisschen was Schwarzes hinten. Und ich habe Schweineschwatte drin stehen, das finde ich auch recht zutreffend. Ja, Kümmel im Hintergrund. Gut bei 90, ja? Ja. Warte mal, auch noch nicht heute. Würsching. Würsching Iphöfer Kammer 21, großes Gewächs. Kostet 28 Euro. Schöne herbe Nase, nussig, feine Blütentöne mit drin, wieder Wurzelgemüse, aber richtig fein, Pilze, ganz zart heller Tabak, Hefe noch ein bisschen. Ein bisschen was Frischpflanzliches. Kommt auch am Gaumen, so ein bisschen frischer Majoran. Ja. Wieder Rauch. Feines Wurzelgemüse. Ah ja. So helle Nüsse. Und wieder Kohlensäure. Das ist doch wieder ein bisschen stumpf mit der Kohlensäure. Aber ich finde, im Stehen die 90. Ah, das ist gut. Das hat Kraft, das hat Typizität, das hat auch Länge. Kohlensäure. Kohlensäure. Also ohne die Kohlensäure wäre mir fast noch lieber. Aber der hat die 90 verdient, finde ich. Ja, das ist jetzt auch nicht einfach zu erraten gewesen. Nicht schwer zu erraten gewesen. Bickelstumpf 21 Mönchhof, großes Gewächs. Kostet glaube ich auch 39, oder? War der andere nicht auch bei 39? Ja, ja, kostet 39. 395773. Schöne Länge und einen guten Druck da hinten. Ganz leicht offen. Das ist halt, das ist so ein Punkt, wo man, glaube ich, Offenheit mit hefigem Ton verwechselt. Das passiert mir auch manchmal. Ja. Ich finde schon, dass das so ein bisschen Orangenblüte hat. Ja, aber ich glaube, das ist eher noch eine Reduktion. Und das ist manchmal, das ist ganz komisch, aber manchmal ähneln sich die Eindrücke so sehr, aber das ist hefig in der Nase. So einen feinen Tabakton, ja, Kümmel steht da drin. Schöne Mineralik schon in der Nase. Fetter, hä? Ja. Straff, kühl, herb. Ah, fährt einem in Mark und Bein. Ah, schön. Salz pur. Machen wir es kurz, 91? Ja. Was auch sonst. Stefan Vetter, GK. Heißt das eigentlich? Gipskäuper?
Weiß ich nicht. Großes Kevex. Kevex? Geiler Kram. Ich wäre für geiler Kram. 394512. Zeit haben wir noch? Gar keine mehr, ne? Nein. Schaffen wir das in gar keiner Zeit? Oh, schöne Nase. Fest, tief, vegetabil, fein, nussig. Auch hefig. Auch so minimal reduktiv, hä? So ja, bisschen. Aber ein bisschen Majoran auch. Ah. Viel mehr Kraft, mehr Fasstöne als der Vetter, mehr Schmelz, mehr Alkohol, aber auch diese Energie, das Hefige, die helle Mineralik. Das ist ein sehr kompakter Typ, der sich noch ausentwickeln muss. Schöne Länge, die hinten wirklich sich festbeißt, da der Wein und oder das alles auskleidet. Ein bisschen fasstönig, ne? Ja, aber das ist schon saugut gemacht, oder? Ich bin mit den 91 bin ich fein. Ich finde die passen. Ja. Ah! Das sind unsere letztjährigen Entdeckungen des Jahres. Das ist Ottenbreit. 22 U-Bahnbreit, Schönwagel. Vom Schönvogel, nicht Schönwagel, oder? Vom Schönvogel. Vom Schönvogel, Schönwagel. Ich bin wirklich blind. Das ist die Brille. Haufen Geld kostet. 26 Euro kostet. Kostet 26 Euro. 278637. 6. 626. Also Muscheltöne hinten ja. Raus, hä? Und Algen. Finde ich super, den Wein. Oh, das ist aber auch fein, hä? Das ist ein bisschen in der Nase, diese Muscheln und Algen. Ja, das ist eine wunderschöne, sehr feine, noble Fest. Aromatik. Mhm. Auch ziemlich tief. Ziemlich die tiefste Nase bis jetzt. Sortierte Pilze stehen da drin. Das stimmt, der hat auch eine Muschel. Hat er auch einen Baum. Innen fest, saftig, dicht. Gibt so ein bisschen so eine leichte Sellerienote. Leicht ist gut. Viel guten Sellerie, finde ich. Viel guter Sellerie. Ja, ein bisschen Holz, ein bisschen Nussigkeit, eine winzige Spur Karamell. Und Pfeffer. Kaffee, ja, Salz. Und Pfeffer. Und Pfeffer. Haben wir einen Pfeffer drinstehen? Nein. Brauchen wir da eine Notenkorrektur? Nein, für mich nicht. Ich würde morgen nochmal probieren. Ich habe es mir gedacht. Die 91 kann er, aber ob es nicht vielleicht doch 92 sind, müssen wir noch rausfinden. Ja, das war naheliegend. Weingut am Stein. Stettener Stein, großes Gewächs. 50 Euro. Siehst du, der steht oben, der macht es uns leicht. 394613. Ein bisschen rote Beeren, ne? Vor allem, da steht Petersilie drin, finde ich total deutlich. Gut, ja. Also, da ist ganz viel Petersilie in der Nase. Wieder leicht floral. Ja, das ist wieder ein ganz anderer Typ. Das ist recht fruchtig. Da ist vielleicht eine minimale Süße drin. Und noch zarte Kohlensäure. Griffig, so ein bisschen frischpilzig, sortierte Pilze drin. Mhm. Ja, Petersilienwurzel. Hat nicht den Druck vom anderen. Ein bisschen ganz andere. Ah, ja, klar. Fehlt auch ein bisschen Hibiskus. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen knapp. Also sind knappe 91. Hinten raus gefällt mir dann doch wieder. Weil er doch nochmal anzieht. Ich kann damit leben. Ich kann damit auch leben. Das ist. Dieser leichte, etwas fruchtigere, süßlichere Stil hat es einem verraten. Reiner Sauer. Eigentlich minimal.
Eschendorfer am Lumpen. 1655. Nein, ich lache, weil du jetzt auf einmal dreimal so schnell redest wie vorher. Ja, ja, ich denke nur an dich. Kostet 31. 395966. Halt! So rum. So aufgedeckt? Ja, musst du sehen. Naja, jetzt wird es ja eh einfach. Viel bleibt ja nicht mehr übrig. Sehr fest. Das ist sehr fein auch. Würzig. Fest, tief, winzig. Komplex. Fest, tief, komplex. Feinwürzig, pilzig. Einfach eine angenehme Nase, finde ich. Ja, aber es ist wirklich, weil wir es vorhin mit dem Abgrund hatten, in dem er hineinstarrt, das hat eine Mordstiefe in der Nase. Mhm. Ja, am Baum auch, ne? Er hat schon so ein bisschen burgundartigen Charakter, ne? Mit seiner Festigkeit und Tiefe und Dichte. Der steht bei 92 und das ist jetzt nicht übertrieben. Viel Mineralik, dunkle Würze, bisschen Wärme dabei. Und dann diese Kreidigkeit und Salzigkeit und dann die Hefe wieder. Es ist schon entfernt verwandt mit Vetter, nur halt auf der anderen Alkoholseite so ungefähr. Aber es ist saugut. 92 kann der. Ja. Es war kein Ratespiel mehr, was das ist. Das ist nämlich Österreicher Augustbaum 22. Man hat immer so den Eindruck, dass die Silvaner viel weniger von dieser 22er Jahrgangsproblematik haben als die Rieslinge, oder? 395968. Ja. Super, ist eine wunderbare Länge. Das ist auch schön. Ich ertappe mich gerade dabei, irgendeinen dozierenden Ton drauf zu haben. Ich entschuldige mich für die. Es liegt an der Geschwindigkeit, in der wir es durchziehen müssen. Oh, ich bin Senf. Schuld. Estragon-Senf. Mhm. Und Musseln. Musseln. Ja, das stimmt. Das ist reif, der ist ein bisschen breiter als der Augustbaum, oder? Ich glaube, dass mir persönlich der Augustbaum besser gefällt. Ja, eine Spur. Der hat so ein Mix Pickles noch drin, ein bisschen Honig. Mhm. Ah, ich glaube, das sind nur 91. Ja, mir gefällt der Vorgänger auch. Ja, der Augustbaum ist der stärkere. Besser und vor allem ist er auch tiefer. Ist ein bisschen breiter, erinnert mehr an den kleineren vom Österreicher, ne? So ein bisschen. Natürlich hat er mehr Substanz und Tiefe und Komplexität, schon klar. Aber er geht ein bisschen mehr in die Breite. Auch ein sauguter Mann wird sicher auch seine großen Fans haben, aber der Augustbaum ist für uns der schönere. Ja, ne? Es ist nochmal Österreicher. Maria im Weingarten, das war jetzt auch klar. 22, der kostet, das ist der größte in der Haushierarchie. Siehst du das? Wenn ich Hausenergie sage, musst du 38 gehen. Euro. Kostet 38 Euro. So, das war's. Wir haben es gerade noch so mit ein bisschen Überzug geschafft. Ich hoffe, ihr habt es auch geschafft mit uns. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Tschüss.